Seid gegrüßt und somit ganz herzlich willkommen zum bereits zweiten Teil über die neue Insta360 X3 360 Grad Action Kamera. Ich hoffe, dass die meisten von euch jetzt natürlich vom ersten Teil hier rüber gekommen sind. Dort gab es das Unboxing, die technischen Daten zu der Kamera, also alle Feinheiten und meinen Ersteindruck. Ich habe zusätzlich auch probiert, alle Unterschiede zwischen der One X2 und der neuen X3 auch nochmal so ein bisschen im ersten Teil darzustellen. Also alle Upgrades, die dieses System hier erhalten hat. Schaut also gerne den ersten Teil an, wenn ihr alle technischen Informationen hier zum System noch mal wissen möchtet. Denn hier im zweiten Teil geht es jetzt ans Eingemachte. Euch erwartet im Vlog-Style ein Trip nach Österreich in die Berge, wo ich dann einfach mit euch zusammen ausprobiere, wie sich das System so schlagen wird. Derzeit nehme ich gerade nur mit einer Linse auf. Die Kamera hat ja zwei, um 360 Grad Aufnahmen machen zu können. Und hier die erste Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger. Im Single-Lens-Modus kann man nun in 4K und 30 Bilder in die Sekunde aufnehmen. Also hier hat sich auch noch mal die Videoauflösung verbessert. Werde aber nichtsdestotrotz im Laufe des Videos natürlich auch Aufnahmen in 360 Grad aufnehmen und dann dank Insta360 Studio und Reframing in 16:9 exportieren und hier in dieses Videoprojekt integrieren. Man kann dann sehr viele Kamerafahrten nachträglich hinzufügen. Und jetzt lasst aber keine Zeit mehr verlieren und losfahren. Es sind einige Kilometer, die auf der Autobahn geschrubbt werden müssen, bis wir Österreich überhaupt erreichen. Also viel Spaß bei diesem Vlog. Zack. Bin schon sehr gespannt, was das Navi gleich sagen wird, wie weit es tatsächlich ist. Ich habe es noch nicht angeschaut, einfach mal Hotel gebucht und los geht's. Also eine Sache fällt mir jetzt schon positiv auf. Mir gefällt das neue riesengroße Display. Man sieht richtig gut, was man aufnimmt. Und dadurch, dass es direkt unter der Linse positioniert ist, schaut man immer zu den Zuschauern. Man schaut nicht dran vorbei, wie bei irgendwelchen Klappdisplays. Okay, wie weit haben wir es? 6 Stunden, 48 Minuten, 10.18 Uhr haben wir es jetzt. Mal schauen, um wie viel Uhr ich dann letzten Endes ankommen werde. Ja, Freunde, dann lasst den gemeinsamen Trip hiermit beginnen. Kilometer sind es noch bis zur Unterkunft in Österreich. Ich bin gerade noch im tiefsten Bayern unterwegs, habe aber noch eine kleine Planänderung. Und zwar werde ich gleich von der Autobahn abfahren zum nächstgelegenen Getränkemarkt. Ich habe noch eine Mission. Und zwar habe ich einem guten Cousin von mir vor ein paar Wochen, Monaten versprochen, dass wenn ich wieder mal in Bayern bin, ich ein Bier besorge, welches man bei uns nicht kaufen kann. Und ich denke, da wird er sich freuen. Zumal am Wochenende die ganze Family bei uns zusammenkommt. Ich habe Verwandtschaft eingeladen, denn wir feiern den Geburtstag von meinem Sohn. Er wird ein Jahr alt. Das ist sein allererster Geburtstag. Ich werde so eine kleine Gartenparty veranstalten mit Grillen, lecker Getränken. Baue auch noch zusätzlich ein Pavillon auf, wenn das Wetter nicht gut ist und so weiter. Mit schöner Beleuchtung, Girlanden und Co. Und da passt es auch ganz gut, dass ich gerade hier in diesen Kreisen unterwegs bin und die Möglichkeit habe, dieses Bier zu kaufen, welches man bei uns nicht kaufen kann. Mission erfolgreich. Weiter geht's. Die kleinste Vignette für 10 Tage kostet fast 10 Euro. Naja, immerhin günstiger als in der Schweiz, hält aber länger dort. Zack. Für Spiegel ungefähr hier. Passt. Läuft. Wow. Das ist genau das, was ich liebe. Und erst wenn man so riesen Berge um sich herum hat, merkt man, wie klein man als Mensch auf diesem Planeten einfach ist. Einfach faszinierend. Schaut mal, selbst da hinten, wo die Wolken sind, geht es noch weiter hoch. Man sieht die Bergspitze gerade so noch. Ich bin ja gerade noch in 4K am Aufnehmen mit dem Single-Mod. Werde mal in die 360-Grad-Aufnahme wechseln, aber dort das Active HDR einstellen. Das ist jetzt bei Videoaufnahmen dank des neuen Sensors ebenfalls möglich. Gesagt, getan, so sieht also die 360-Grad-Aufnahme im Active HDR aus.
Jetzt werden alle dunklen Bereiche hervorgehoben und alles, was zu hell ist, wie da oben vielleicht die Wolkendecke, werden ebenfalls angepasst. Das heißt, die Kamera findet so eine perfekte Balance zwischen zu dunkle, zu helle Bereiche, belichtet quasi einen Frame mehrmals und findet somit die goldene Mitte, so gesehen. Soll jetzt mal ein bisschen gehen, um zu zeigen, wie die Flow-State-Stabilisierung beim Active HDR funktioniert. Und natürlich, ihr seht jetzt hier in dem Videoprojekt eine 16:9 Aufnahme. Ich habe dann in der Studio-App dank Reframing einen passenden Bildausschnitt und eine passende Kamerafahrt für euch ausgewählt. Und apropos Fahrt, weiter geht's. Ich möchte jetzt endlich mal im Hotel ankommen. Es ist 18.42 Uhr, wir sind endlich angekommen. Mit den ganzen Staubs hat die Fahrt dann doch viel länger gedauert. Aber nicht schlimm, wir sind da, da ist das Hotel. Und schaut mal, die Wolkendecke ist immer noch sehr tief, ne? Also die hat sich nicht wirklich verzogen. Sieht natürlich zum einen geil aus, aber zum anderen hoffe ich sehr, dass es bis morgen alles weg ist. Denn ich möchte morgen früh da hoch und mit einer Sommerrodelbahn wieder runterfahren. Und ich glaube, gerade in dem 360-Grad-Modus könnte das richtig cool aussehen. Das ist also das Zimmer, besser gesagt mehrere Zimmer. Das hier ist ein Lowlight-Test mit der X3. Ich war eben im Ort noch unterwegs, habe was gegessen, Spaghetti Frutti de Mare gab es, habe die Kamera aber nicht mehr mitgenommen, weil es einfach dunkel draußen ist. Hier drin ist auch kein ideales Licht mehr, aber ich wollte mal ganz kurz eine Aufnahme machen, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie es drinnen aussieht. Ja, das Licht hier, wirklich nicht ideal. Diese altbacken Leuchten, sage ich jetzt mal. Ich habe mich hier schon so ein bisschen ausgebreitet, auch schon das erste Footage rübergezogen. Eine Sache möchte ich euch nicht vorenthalten, und zwar ist das die Flow-State-Stabilisierung. Kennen wir von Insta360, hier wird das Bild digital stabilisiert. Draußen bei idealen Lichtbedingungen, egal bei welcher Actionkamera, egal welcher Hersteller, ist das Ergebnis gut. Es sieht fast immer so aus, als würde man mit einem Gimbal filmen. Wird das Licht aber schlechter? Dazu muss es nicht dunkel sein. Nein, es reicht eine normale Wohnung, wo nicht ganz viel Tageslicht reinkommt. Fängt diese Stabilisierung meistens an zu springen und lässt einfach komplett nach. Und hier habe ich das Gefühl, ich habe eben ein, zwei Aufnahmen angeschaut, dass es nicht mehr der Fall ist. Schaut mal, ich stehe jetzt auf, gehe jetzt hier rüber. Im Schlafzimmer ist das Licht noch schlechter. Natürlich habe ich hier die ISO begrenzt auf maximal 400, damit es zu keinem ISO-Rauschen kommt. Ist vielleicht ein Ticken zu dunkel schon, aber hey, das ist echt in Ordnung. So ein gutes Flow-State-Ergebnis kenne ich bisher gar nicht von Insta360. Und wir hören uns dann einfach morgen wieder, wenn das Licht besser ist und es deutlich actionreicher zugeht. Moin Leute, es ist 8 Uhr, ich bin ausgeschlafen, erstaunlicherweise nach der langen Fahrt gestern. Ich bin fast startklar, will gleich noch frühstücken gehen, aber davor zeige ich euch mal in 360 Grad die Aussicht von meinem Balkon aus. Schaut mal. Und jetzt müssen wir nur noch die Daumen drücken, dass auch die Sommerrodelbahn aktiv ist. Denn auf der Webseite stand, wenn es nasses Wetter gibt, so wie jetzt, kann es sein, dass die Bahn geschlossen ist. Das wäre natürlich super schade, denn ich möchte euch diese Actionaufnahmen auf der Bahn zeigen. Gefrühstückt, aus dem Hotel ausgecheckt und mittlerweile bin ich auf dem Weg zur Rodelbahn. Ich möchte gerne hier mal einen Shot am Auto ausprobieren, mit Hilfe von dieser Konstruktion hier. Was dann letzten Endes so aussieht, natürlich durch zwei Saugnäpfe gesichert. Ganz mittig konnte ich das Ganze jetzt nicht anbringen, weil da die Antenne sitzt, aber ja, das passt schon. Ich montiere mal hier die Kamera drauf. Ich bin jetzt hier an der Gondelbahn Serles angekommen. Das ist auch genau der Hang, an dem die Sommerrodelbahn runterfährt. Ich sehe leider noch keinen einzigen, der da runtergefahren ist. Ich hoffe so sehr, dass wir gleich zusammen runterfahren können. Falls ihr euch fragt, wo ich gerade unterwegs bin, das ist hier die Tiroler Gegend. Midas im Stubaital. Also ich habe eben mit den Kollegen da vorne gesprochen, die hier für die Sommerrodelbahn zuständig sind. Ihr seht das, die haben schon ein paar der Geräte verladen, werden jetzt nach oben gefahren.
Problem ist, es hat die ganze Nacht geregnet und oben ist es auch noch sehr bewölkt. Das heißt, diese Schiene ist nass und somit würde dann logischerweise die Bremse vom Bob, Schlitten, wie auch immer, nicht funktionieren. Ich habe die Kollegen unten gefragt, habt ihr vielleicht so ein Bauchgefühl, wann denn die Rodelbahn geöffnet werden könnte? Er hat einmal hier den Hang hochgeschaut, meinte so, ja mindestens noch 1,5 Stunden. Und wenn das Wetter schlechter wird, dann vielleicht gar nicht. Das ist natürlich sehr schade, weil ich richtig Bock drauf hatte. Die, die meine Videos schauen, wissen, das ist ja schon fast zur Tradition geworden, wenn ich eine neue Actionkamera teste, dass ich auch so eine Rodelbahn mal runterfahre. Gut, dann ist eben Warten nochmal angesagt, kann man nichts machen. Ich möchte aber auch die Zeit mal nutzen, um euch ein kleines Feedback zu geben. Und zwar kann ich mir gut vorstellen, dass die Frage kommen wird, was ist denn jetzt der Unterschied zu einer Insta360 One RS zum Beispiel? Das ist ja diese modulare Actionkamera von Insta360, wo man einfach das Kameramodul austauscht und dann einfach zwischen Actionkamera und 360-Grad-Kamera wechselt, indem man die Optik wechselt. Und dadurch, dass es jetzt bei der X3 möglich ist, in 4K mit diesem Single-Lens-Modus, also mit der einen Seite aufzunehmen, ist mir persönlich für meine Bedürfnisse aufgefallen, dass ich jetzt diese Aufnahmen viel öfter nutze, primär als Hauptaufnahmen, so wie jetzt, wenn ich so euch spreche. Und diese 360-Grad-Aufnahmen mit dem Reframing, die man dann aber maximal in Full HD mit 30 Bildern die Sekunde exportieren kann, baue ich dann hin und wieder mal ein, um interessante Kamerafahrten zu machen. Gleich sage ich euch, worauf ich letzten Endes hinaus will. Hier gibt es so einen kleinen Zuschauer gerade. Na du? Hui. Und ganz klar, der Wechsel hier bei der X3 zwischen 4K-Aufnahme und einer 360-Grad-Aufnahme ist viel unkomplizierter. Man muss keine Optik umbauen. Man drückt hier einfach auf dem großen Touchdisplay auf die Einstellung, wie man filmen möchte und schon geht's los. Und wenn man das Ganze jetzt auf die Goldwaage legt, ein Vorteil der One RS oder der modularen Bauweise wäre definitiv, sollte man hier einen Kratzer oder eine Beschädigung in der Linse, die ja weit hervorsteht, haben, dann lässt sich das bei der modularen Kamera natürlich viel besser auswechseln als hier, wo das Ganze fest verbaut ist. Also langsam kommt die Sonne durch, die Rodelbahn ist noch nicht geöffnet. Ich glaube, hier gibt es einen guten Ausblick. Hallo. Oh, herrlich, schaut mal. Hier kann man sogar mit so einem kleinen Floß langfahren. Freunde, eine kleine Enttäuschung und zwar, die Sommerrodelbahn macht zwar gleich auf, ich habe lang gewartet, bin dann dahin gegangen und sehe ein riesengroßes, fettes Schild, Kameras verboten. Actionkameras verboten. Ich habe dann die Mitarbeiter gefragt, ist das irgendwie möglich mit einem Brustgurt oder sowas? Die sagen, nein, leider verboten. Und das finde ich sehr schade, denn ich habe vorher auf der Webseite geschaut, was es für Regeln gibt. Da standen dann so Sachen wie, du darfst nicht schwerer als 120 Kilogramm sein, bei Witterungen können die Öffnungszeiten variieren, aber dieses fette Actionkamera- und Kameraverbotsschild habe ich da nicht gesehen und bin natürlich mit der Einstellung hergefahren, dass ich diese Rodelbahn mit euch zusammen runterfahren kann, um schöne Aufnahmen zu machen. Super, super schade. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Aber gut, man kann so gut planen, wie man möchte. Manchmal geht nicht alles nach Plan. Leute, ich gebe nicht auf. Ich möchte unbedingt mit der Rodelbahn runterfahren. Und ich meine, hey, hier sind überall Berge um uns herum. Da muss es doch eine andere Rodelbahn geben, habe ich mich gefragt. Und tatsächlich habe ich eine gefunden, zu der wir gleich hingehen werden. Wir sind hier auf dem Alpkopf, 1820 Meter Höhe. Ich habe vorher angerufen, habe gefragt, ist das okay, wenn ich eine Actionkamera mitbringe, die Abfahrt mit der Rodelbahn filme? Wurde sogar zum Marketing durchgestellt und die haben gesagt, kein Problem, solange man keinen damit belästigt oder aufhält. Gut, das haben sie am Telefon gesagt. Mal gucken, wie es gleich aussieht. Drückt mir die Daumen, dass wir endlich mal eine Abfahrt schaffen, denn es ist mittlerweile auch schon fast 16 Uhr. Also die Zeit rennt einfach. Ich bin auch 2 Stunden hierher gefahren. Ich musste dann mit einer Bahn fahren, habe das Auto weiter weggeparkt und so weiter. Naja, wir schauen mal. Abstand halten bitte. Natürlich. Und nicht stehen bleiben. Immer fahren. Ah, stehen bleiben ist ja langweilig. Ja. Aber es gibt Leute, stehen bleiben. Kommt von hinten. Sommer haben wir Leute bekommen Angst und wollen von oben
zu Fuß nach runter. Oje. Jetzt fahren wir erstmal hoch und dann geht's so richtig schön runter. Ich habe keine Ahnung, ob die Kamera zu viel wackelt oder nicht. Hier viel lockerer gewesen, was die Kamera angeht. Der hat sich die Cam angeguckt. Genau so muss das sein. Cool. Los geht's! Die Kamera wackelt ein bisschen. Ich hoffe, wir verlieren sie nicht. Noch dran, wir haben es geschafft. Keine Ahnung, ob die Aufnahmen verwackelt sind oder nicht. Ich werde noch eine Fahrt machen, dann aber mit dem Single-Lens-Modus und dem Chest-Mount an der Brust. Das dauert für meinen Geschmack ein bisschen zu lange. Wenn man aus dem Dunkeln in die Zelle kommt, dann ist die Aufnahme ein bisschen zu lange überbelichtet. Die 360-Grad-Aufnahme eben war schon richtig cool, aber nicht ideal, denn die Kamera hat oben so ein bisschen gewackelt. Ich habe sie hier festgemacht und das ist aus Plastik und es gibt so ein bisschen nach, hat ein bisschen Spiel. Das ist aus Gummi. Ich habe leider auf die Schnelle nichts anderes gefunden, wo ich hätte die Kamera viel stabiler befestigen können. Dann wäre der Sticker auch nicht so hin und her gegangen. Übrigens, das ist jetzt das interne Mikrofon der X3-Kamera. Würde ich mal sagen, ab geht die Fahrt. Jetzt hoffen wir nur, dass niemand Langsames vor mir ist. Okay, kurz warten. Los geht die Fahrt.
Leute, ich bin so froh, dass es mit dieser Sommerrodelbahn und der Abfahrt geklappt hat. Ihr konntet nun einige Aufnahmen sehen, gemacht mit der neuen X3-Kamera von Insta360. Wenn euch das System gefallen hat, die Kamera ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Natürlich habe ich noch lange nicht alle Modi vorgeführt, die diese Kamera auf dem Kasten hat. Zum Beispiel kann man den Bullet-Time-Modus, das ist der Modus, bei dem man die Kamera um sich selbst dreht, nun in 4K mit 120 Bildern die Sekunde aufnehmen. Es gibt auch einen neuen Modus, bei dem die Kamera einen immer im Fokus hat. Und so funktioniert dieser neue Mi-Modus. Die X3 ist jetzt auf der Selfie-Stange angebracht. Ich kann das System jetzt egal in welche Richtung drehen. Die Kamera behält mich jederzeit von alleine im Bild. Das dann in Full HD. Wenn ich mir etwas wünschen könnte für die X3 als Verbesserung, dann natürlich eine höhere Auflösung der 360-Grad-Aufnahmen. Hier immer noch 5,7K mit 30 Bildern die Sekunde. Und wenn man dann Reframing in der App oder am Rechner betreibt, das heißt aus diesem 360-Grad-Ball, eine Aufnahme in 16:9 exportiert, dann kann man da nur maximal Full HD mit 30 Bildern die Sekunde auswählen. Zwar hat man das Gefühl, dass dank des größeren Sensors hier die Aufnahmen besser aussehen als beim Vorgänger, aber gerade wenn man die Möglichkeit hat, auch hier mit diesem Single-Lens-Modus in 4K aufzunehmen, dann wäre es natürlich auch cool, wenn man die Möglichkeit hätte, aus diesem 360-Grad-Ball ebenfalls 4K-Aufnahmen plus die hinzugefügten Kamerafahrten zu exportieren. Ansonsten gibt es nichts weiter zu erzählen. Ich meine, ihr habt ja alles gesehen. Wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt, irgendwas zu dieser Kamera wissen und sehen möchtet, schreibt es unten in die Kommentare. Ich fahre jetzt nach Hause. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Bis dann. Ciao.